da halt so ein Junge, der wollte sich mit einem anderen Jungen schlagen. Ich bin dazwischen gegangen. Dann hat der eine Junge dann zu mir gesagt, ey, du Fotze, misch dich nicht ein. Dies, das. Dann habe ich ausgeholt und habe dem die Nase gebrochen. Ja, meine Freunde, was geil, willkommen zu einem neuen Video. Heute haben wir wirklich nicht unsere Fußballmannschaft dabei. Wir haben ein paar Leute angerufen aus der NBA, die sind auch kurz rübergekommen. Und zwar, Freunde, wir machen heute ein Baba-Content und zwar Wahrheit oder Lüge. Ich erkläre es mal kurz. Und zwar, jeder von uns erzählt eine Geschichte und ich entstimme dann jeden einzelnen wie bei Mafia und dann sagen wir, ob das Wahrheit oder Lüge ist. Und wenn meine Geschichte zum Beispiel Wahrheit entspricht und ihr sagt alle gar Lügen, dann habe ich zum Beispiel 2, 4, 6, 7 Punkte. So, ihr könnt das ja irgendwie nachdenken, drum und dran. Ich kriege das auch mit der Zeit mit. Und wer will anfangen? Komm, ich fange mit der ersten Geschichte an. Wir gehen einfach durch die Reihen. Dann der nächste macht einfach Ilgenein. Was? Okay, go, 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 go. Ich fange Soll ich jetzt an. jetzt Leute, anfangen, die Geschichte zu erzählen? ich fange an. Nein. Hört zu. Stumm alle. Ich stimme alle, damit ihr so ruhig zuhört. Cool. Und zwar, ich fange jetzt an mit der ersten Geschichte. Hört jetzt ganz genau zu, das ist wichtig, Freunde. Eines Tages, ne? Das war letztes Jahr gewesen, im Sommer, Sommerferien. Ich bin in die Türkei geflogen. Ohne Corona-Test nichts, ne? Man braucht ja keinen Corona-Test so. Und danach war ich dort 2 Wochen gewesen, drum und dran. Und dann bin ich zurückgekommen. Dann bin ich zurückgekommen, dann war ich 2 Wochen in der Quarantäne, ne? Und danach kam nach 2 Wochen von der Polizei ein Post, ne? Da hat gestanden, irgendwas mit, ja, sie haben sich nicht gemeldet, drum und dran. Ich habe eine Anzeige deswegen halt kassiert. Wisst ihr, was ich meine? Ja, das ist halt meine Geschichte. Also kann Wahrheit oder kann Lüge sein. Ich fange bei Emine an. Emine, denkst du, es ist Wahrheit oder denkst du, es ist Lüge? Ich denke, was sagst du? Wahrheit. Nein, ich sag Lüge. Nein, warte, warte, warte. Was hast du gesagt? Du warst in Quarantäne, hast Strafe bekommen. An. Ja, weil ich mich nicht gemeldet habe, dass ich in Deutschland war. Lüge. Okay, Lüge. Okay. Mariam, was sagst du? Ich sag, das ist eine Lüge. Okay. Ich schreibe das alles so auf. Gökhan, was sagst du, Bruder? Oder ich sage, das ist eine Wahrheit. Du hast sehr kurz erzählt. Hättest du gelogen, würdest du was Längeres erzählen, glaube ich. Okay. Jost, Bruder, was sagst du? Du lügst. Warum lügst du mich an? Okay. Elias, was sagst du? Ich sag, die Geschichte ist echt, aber er sagt Lüge. Dicke Lüge. Weißt du Okay. was doch? Ich sag auch Lüge. Okay. Mo Eis, was sagst du, Bruder? Also, weil du es so stumpf erzählt hast, glaube ich, das ist gelogen, weil dir ist nichts eingefallen. Okay. Irgendwer, was sagst du? Also ich glaube, das ist eine Lüge, weil Mose hat ein bester Freund und der sagt Lüge, deswegen sage ich auch Lüge. Und ich muss die ganze Zeit lachen, weil Mose hässlich guckt, ich kann nicht ernst bleiben. Auf Hör, Freunde. Also, es sind auf 3, 4, 5, 6, 7. Also, warte mal. 4, 5, 6 Lügen und ein Wahrheit da, ne? Und meine Geschichte ist auf jeden Fall Wahrheit. Also, das war richtig, also es war richtig gewesen. Wallah, es war richtig gewesen, Freunde. Ich habe 6 Punkte jetzt. Also ich bin vorne dabei. Jetzt kommen wir zu Ilgenai, zu deiner Geschichte. Ich habe eine sehr lange Geschichte. Fang an, wir hören dir zu. Okay, also ich, Ignai, hatte mal einen Vater und der ist halt abgehauen, wo ich jünger war, weil ich habe halt eine angeborene Krankheit und er hat keinen Bock darauf. Und ich habe halt immer gedacht, er wäre tot. Und ja, da habe ich halt vor 2 Jahren von meiner Tante erfahren, dass er halt eine neue Familie hat und in der Türkei lebt und so und dies und das. Aber vor paar Monaten, also schon vor ein bisschen längerem, ich muss überlegen, habe ich herausgefunden, dass er doch nicht, also dass er nicht tot ist, sondern dass er halt lebt. Und ja, vor ein paar Monaten war ich dann halt in der Bahn und dann habe ich einen Mann gesehen. Und der hat mich halt die ganze Zeit angeguckt, wirklich richtig komisch angeguckt und ist mir halt bis zu Hause hin gefolgt. Und dann war ich halt einmal, wo meine Mutter am Duschen war, hat meine Tante meine Mutter angerufen und meine Mutter meinte, ich soll sie halt zurückrufen. Da war ich halt auf ihrem Handy, habe ich halt so geguckt bei diesen, wo man so wegswipen kann,
Wisst ihr, was ich meine? Und da war ich halt auf Facebook und dann habe ich halt so einen Mann gesehen und der heißt halt genauso wie mein Vater. Und also der sah halt diesen Mann, den ich in der Bahn gesehen habe, der mir gefolgt ist, sehr ähnlich. Warum lachst du? Und ja, dann habe ich aber vor ein paar Wochen auch erfahren, dass mein Vater ein Facebook-Profil hat. Und also von meiner Tante und so. Und ja, Leute, das ist meine Geschichte. Okay, das ist eine krasse Geschichte. Wir fangen bei Emine an. Emine, was sagst du? Ist es eine Lüge oder ist es... Sorry. Also das mit dem Vater, ich dachte echt wirklich Wahrheit. Aber dann, als du erzählt hast, du warst in der Bahn und so. Ja. Ich glaube, es ist eine Lüge. Ja. Okay. Mariam? Also ich sage, das ist eine Lüge, weil sie meinte zwischendurch kurz so, ja warte, lass mich mal kurz überlegen, so, weißt du, so. Ja. Das war so komisch. Ich weiß nicht, wie ich erklären soll. Was? Ich bin schon aufgeregt. Lücke? Lüge! Ich sag Wahrheit, Bruder. Die Wahrheit. Hat echt lange erzählt. Ja. Okay. Joss, Bruder? Lüge. Auf jeden Fall. Also denke ich mal. Okay. Elias? Lüge, weil ich die Geschichte von YouTube kenne. Tschüss. Von so einer Dingens. Kurzgeschichte, diese Kurzfilme, 10-Minuten-Filme. Oha, Bruder, was du dir anguckst. Okay, Lüge. Moaisi, Bruder? Bruder, ich glaube, das ist die Wahrheit, weil die ist zu dumm, um sowas sich auszudenken. Okay, Ignai, sag mal nur, ob das Wahrheit oder Lüge ist. Das ist zur Hälfte Wahrheit, die andere Hälfte war gelogen. Also ist gelogen, was hast du für einen Sinn? Ja. Was hast du für einen Sinn? Hey, ja, ist doch gelogen. Ach so, ist gelogen. Okay, ist gelogen. Also hast du hast halt zwei, du hast zwei Punkte. Du hast zwei Punkte, weil... Ich habe drei Punkte. Nein, es sind nur zwei Wahrheiten da. Du hast nur zwei Punkte. Boah, Leute. Ich bin bis erster Platz. Jetzt kommen wir zu Moaisi, Bruder. Fang an. Also meine Geschichte kurz und knapp. Ja, yeah. Ob ihr mir glaubt oder nicht. Voila, ich war vierte Klasse. Ich stand vor ganze Klasse und Lehrer war kurz weg und ich musste Vortrag halten. Und mein Kollege war damals so ein frecher Pisser, gell? Der hat mir einfach die Hosen runtergezogen, Walla. Ich stand vor ganzer Klasse mit runter, Hose runter, alles runter. Ja. Walla, ich habe mich noch nie so hart geschämt, mein ganzes Leben. Ich hoffe, vermute. Ja, Mann. Mädel. Wahrheit. Der sagt Walla, der sagt, ich schwöre meine Mutter. Die lacht sich gerade kaputt. Mariam, du? Ja, ich sag auch Wahrheit. Ja. Gökhan, Bruder? Wahrheit, Bruder. Ja, da würde ich auch sagen. Joss, Bruder? Wahrheit, Bruder. Also, Mo, Bruder, wenn das Lüge ist, nur das Jackpot. Ja, Elias, Bruder? Wahrheit. Ilgenay? Lüge. Okay. Also ich sage auch offen, dass es Wahrheit ist. Also haben wir 6 Wahrheiten und eine Lüge. Und Mo, Bruder, ich entstumme dich jetzt. Sag mal, ob es Wahrheit oder Lüge ist. Das war gelabert. Ich habe einfach, wenn jemand mir das runtergezogen hätte, hätte ich nur dem ich gehauen. Ich schwöre auf meine Mutter, habe ich nur gesagt, es war peinlich. Alles war peinlich. Als wäre es passiert, wäre es wirklich peinlich gewesen. Also hast du auch wie ich, also es war gelogen, ne? Du hast auch 6 Punkte, Bruder. Boah, krass. Krass, ja, Walla, krass. Jetzt kommen wir zu Elias. Hört jetzt bei Elias zu, bei Elias ist bestimmt krass. Bei Elias ist bestimmt krass. Wer ist immer krass? Und zwar, wie die meisten von euch wissen, habe ich eine Zeit lang alleine gewohnt. Ne? Also ich hatte die Wohnung für mich alleine für eine Zeit lang. Und ich habe eine Story, und zwar habe ich meinen Jungs draußen trinken. Ja, ist haram, scheiße, aber ich bin todbesoffen nach Hause gekommen. Ich mache diese Tür auf, ich gehe rein, ich mache die Tür hinter mir zu. Aber ich habe den Schlüssel nicht rausgesteckt. Das heißt, der Schlüssel hing draußen noch an der Tür. Ich gehe direkt auf mein Bett, ich schlafe direkt in Jeans ein, so, direkt eingeschlafen. Auf einmal, ich höre so, hallo, hallo. Jemand klopft an meine Tür, macht so auf. Ich gucke so, hä, was ist los? Da ist irgend so ein Nachbar von mir, in meinem Zimmer drin. Er sagt, hier, du hast den Schlüssel draußen stecken gelassen. Ich sage, okay, ich nehme den Schlüssel, ich sage, danke, der geht raus, ich schließe ab, ich gehe wieder schlafen. Ja, scheiße. Was war deine Geschichte, Bruder? Ja.
Krass, Wanda. Okay, Emine, Wahrheit oder Lüge? Also, was geht? Emine? Ich glaube, die kann mich nicht hören, oder? Kann mich hören, oder? Also, ich habe das halb verstanden. Er hat aufgesperrt und dann. Egal, ich sag Wahrheit. Ich bin nach Hause gekommen, ich habe mich in mein Bett gelegt, aber ich habe den Schlüssel draußen stecken gelassen an der Tür. Ja. Ich habe den Schlüssel nicht mit reingenommen. Okay. Und dann? Ja, und dann hat jemand, mein Nachbar anscheinend, hat gesehen, dass der Schlüssel an meiner Tür draußen hängt, hat aufgeschlossen, ist reingekommen, hat gesagt, ey, hier, du hast den Schlüssel draußen stecken lassen. Der Idiot. Also was sagst du, Emine? Boah, ich weiß ja nicht, was der für Nachbarn hat. Wenn es Ausländer sind, bestimmt Wahrheit. Ich sag Wahrheit. Okay, Mariam? Ich sag das eine Lüge, weil der hat ja diese Videos hier geguckt und so auf YouTube mit diesen Kurzgeschichten. Ah. Gökhan, du, Bruder? Ich sag auch Lüge. Stay. Okay. Jos, Bruder? Ich sag Wahrheit. Hä? Ich sag Wahrheit. Wahrheit. Wahrheit sagst du? Okay. Mo, Bruder? Ich schließe mich aus der Theorie an. Lüge. Lüge sagst du? Ilgenay? Ich sag Lüge, weil der meint, der Idiot. Hä? Ich sage auch, dass das auf jeden Fall Wahrheit ist, weil ich denke nicht, dass Elias Lüge erzählt. Also du hast auf jeden Fall, Elias, dreimal, wie nennt man das, drei Wahrheiten und vier Gelogene. Das heißt, ist gelogen oder ist Wahrheit? Hat Brise auch schon was dazu gesagt? Nee, Brise ist noch gar nicht dabei, Bruder. Ach so, ja, ist auf jeden Fall gelogen. Das heißt, du hast auf jeden Fall drei Punkte, Bruder. Merkt ihr das? Du hast drei Punkte. Das heißt, wir machen weiter dann mit Joss. Joss, Bruder, fang an. Okay, ich war sechs. Mit sechs war ich mit der Familie in China. Und man hat mich einfach zwei Stunden lang in China besucht. Was? Man hat mich zwei Jahre lang in China gesucht, Mann. Ich war in China. Mit sechs. Okay, das ist deine Geschichte, Bruder. Bruder, ich habe keine Geschichte, Bruder. Du fragst mich jetzt. Okay, Bruder. Dann fangen wir an mit Ilgenay. Ilgenay, denkst du, es ist Wahrheit oder denkst du, es ist gelogen? Ich habe nicht zugehört. Ich habe nur bis China zugehört. Aber ich glaube, das ist gelogen, weil was sucht er in China? Obwohl, nein, ich glaube, das ist Wahrheit. Okay. Mo, Bruder? Weil ihr es so stumpf erzählt habt, denke ich, das ist auch eine Wahrheit. Aber, ja. Elias? Also, man hat den zwei Jahre lang in China gesucht, wollt ihr mir sagen? Zwei Stunden, nicht zwei Jahre. Zwei Stunden. Ah, zwei Stunden, ja, glaube ich. Ja, ist passiert. Ich dachte, zwei Jahre, Alter. Zwei Jahre verstanden, Bruder. Ist echt, ist Wahrheit. Okay, was sagt Dings dazu, Gökhan? Oder ich sag Lüge, ja. Ich glaube nicht dran. Ich sag auch am Ende was dazu. Mariam, was sagst du? Ja, ich sag Lüge. Lüge. Emine? Ich glaube, das ist eine Lüge, weil der hat erst zwei Jahre gesagt und jetzt auf einmal zwei Stunden. Ja. Ich sag auch offenbar, das ist eine Lüge, weil der hat auch immer wirklich, der hat zwei Jahre gesagt, der hat immer zwei Stunden gesagt. Joss, Bruder, ist Wahrheit oder gelogen? Ja, ist gelogen, Mann. Muss doch nicht sein. Auf jeden Fall, dann hast du, Bruder, drei Punkte. Merkt ihr das? Du hast drei Punkte, Bruder. Ich schreibe das hier auf. Okay, wir fangen jetzt an mit Gökhan. Bruder, fang an. So, Bruder.
Die Geschichte ist, glaube ich, vor 3-4 Jahren passiert. Da war ich noch 18, frisch 18. Wir wollten einkaufen gehen mit ein paar Kollegen, ein paar Hosen suchen. Und wir waren kurz vor 8 in Düsseldorf. Da sind wir in einen Laden reingegangen, den Namen will ich jetzt nicht sagen. Und während wir uns am Umziehen waren, also zwei Leute haben sich umgezogen, ein Kollege und ich, und der andere hat Sachen anprobiert. Auf jeden Fall meinte der, ey Jungs, kommt mal raus, ich hab Geld gefunden. Also chill, Bruder, steck ein, scheiß drauf. Meinte der Bruder, ist viel Geld. Seine Stimme war auch am Zittern. Hab ich kurz rausgeguckt, hat der so einen Batzen, 100er. Da dachte ich mir, ja okay, Bruder, chill, wir kommen gleich raus. Die Frau ist auch reingekommen, meinte, ey, wir schließen jetzt gleich. Da meinte ich, ey, Kollege, nimm jeden 100er raus und tu wieder rein. Ich dachte, die Jacke gehört jemandem, der noch was anderes anprobiert. Ich gucke raus, keiner ist da. Dann habe ich gesagt, ey Jungs, wir nehmen das Geld mit. Habe ich in 3 Batzen aufgeteilt, jeder in seine Tasche und wir sind rausgegangen. Das waren ungefähr 8.700 Euro, die wir gefunden haben. Das war's, Bro. Okay. Ich sag jetzt schon, egal, ich sag am Ende was dazu. Emine, was sagst du? Ja, Wahrheit oder gelogen? Also eigentlich, ich sag gelogen. Ja. Ja. Was sagst du, Marian? Also ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber ich sag auch, das gelogen, safe. Joss, was sagst du? Ich sag auch gelogen. Okay. Elias, was sagst du? Gelogen, weil warum sagt er nicht einfach den Namen von diesem Laden? Der so, ich will den Namen jetzt nicht sagen. Ey, Bruder, wegen rechtlich, Bruder, also die können das ja irgendwie noch verfolgen, weißt du? Gelogen, trotzdem. Moisi? Bruder, der Göckern hat so ein süßes Gesicht. Ich kann ihm keine Lüge abglauben. Der hat die Wahrheit gesagt, 100%. Okay. Was sagst du, Inay? Also das ist so eine Geschichte, da weiß man nicht, ob man glauben soll oder nicht, weil die hört sich schon realistisch an. Aber der hat gesagt, vor 3-4 Jahren, da war ich mir nicht sicher, weil der meinte frisch 18. Aber irgendwie glaube ich, dass es echt ist, weil der guckt so, als wäre das echt. Okay. Ich sage auf jeden Fall, dass es gelogen ist, ne? Weil, der soll erstmal sagen, sein Dings, danach hören wir mal. Bruder, Wahrheit oder Lüge? Bruder, ich muss euch enttäuschen, das war alles der wahren Begebenheit. Aber wenn das nochmal passieren würde, ich würde das Geld auf jeden Fall nie wieder nehmen. Das Haram-Geld. Und Haram-Geld kommt irgendwie immer raus. Ich war dann mit dem Geld im Urlaub. Und im Urlaub habe ich mir die Schulter ausgekugelt. Da muss ich das selber zahlen. Am Ende habe ich mehr geblecht, als ich eigentlich bekommen habe. Boah, krass. Boah, das sind 5 Punkte. Krass, war eine krasse Geschichte. Dann jetzt kommen wir zu Mariam. Mariam, deine Geschichte. Okay, also, das war in der 8. Klasse und ich hatte halt so Stress mit ein paar Weibern und so, ne? Und dann kam auf einmal so auf Snapchat so ein Bild von mir, so als ob ich vermisst wurde und so, solche Sachen. Und dann ging das zur Polizei und in der 8. Klasse geht man ja in London da, ne? Man geht ja auf diesen London-Trip und so. Und dann konnte ich wegen dieser ganzen Sache nicht mitgehen, weil meine Lehrerin noch rassistisch war und so. Und ja, dann sind alle gegangen, außer ich. Wegen diesem Bild. Krass. Emine, was sagst du? Wahrheit, gelogen? Welche Bild nochmal? Das vermisst man auch nicht. Ach so, ja. Ein Bild von mir, als ob jemand das gepostet hat, dass ich vermisst werde. So. Und deswegen durftest du nicht mit? Ja. Schwierig. Aber ich glaube Wahrheit. Okay. Gekommen, Bruder? Oder? Ich sag gelogen, ja. Macht irgendwie keinen Sinn. Gelogen, sagst du? Joss, Bruder? Ich sag Lüge. Lüge? Elias? Ich weiß nicht. Das ist jetzt 50-50. Ich sag jetzt einfach mal Lüge. Bei mir ist auch 50-50, wow, das kann sein. Das kann, ja, Moisi? Bei diesem süßen Gesicht kann man doch nicht Lügen anhängen. Die hat nicht gelogen, die hat die Wahrheit gesagt. Safe.
Du sagst Wahrheit safe? Ja, ja. Okay, wartet. Tamam. Ilginay, was sagst du? Darf man auch eine Frage stellen? Ja, klar. Und zwar, also, warum wurde das gepostet? Also nur wegen dem Streit oder warum? Ja. Aber was war denn in dem Streit? Also ich weiß, also keine Ahnung, wer das war. Aber das kam halt nach dem Streit halt. Hatte das einen Grund oder nicht? Nein. Ich glaube, du hast gelogen. Gelogen, sagst du? Dann. Also ich sage auf jeden Fall, es ist, glaube ich, Wahrheit. Weil sie hat doch ja wirklich Kopftuch so. Kann ja sein, dass es wirklich so sein kann so. Ja, Sirk. Okay, Marian, was sagst du? Gelogen oder Wahrheit? Ja, das ist Wahrheit. Ich wusste es. Krass, Walla. Also hast du auf jeden Fall 4 Punkte. Krass, 4 Punkte hast du auf jeden Fall. Jetzt kommen wir zur letzten Person, und zwar Emine. Emine, fang an. Also Leute. Ey, Seko? Ja? Sag mal, Gatsche 1 oder 2? 2. 2, okay. Also, ich war in meiner Stadt in Hanau und es war abends. Wir waren so 20 Leute oder mehr, keine Ahnung. Und dann irgendwann war da halt so ein Junge, der wollte sich mit einem anderen Jungen schlagen. Ich bin dazwischen gegangen. Dann hat der eine Junge dann zu mir gesagt, ey, du Fotze, misch dich nicht ein, dies, das. Dann habe ich ausgeholt und habe dem die Nase gebrochen. Der Junge hat mich angezeigt. Und der Junge ist größer als ich, ist Türke und er wollte seine Anzeige nicht zurückziehen. Und jetzt muss ich bald Dings. Oh, scheiße, Alter. Ja, das war's. Ey, du bist so dumm, ne? Du bist so dumm. Du bist so dumm, ne? Alter, ich fang an. Ich sag direkt, es ist Wahrheit. Ich sag Wahrheit, ohne zu überlegen. Irgendein, was sagst du? Ja, ich sag auch Wahrheit. Ja. Moisi? Die ist nicht dumm. Ich komme jetzt extra gemacht, deshalb sage ich erstmal Lüge. Aber ich weiß nicht. Das kann tricky, tricky sein hier. Elias, was sagst du? Ich weiß sogar, wen sie meint, deswegen Wahrheit. Okay. Du hast gerade alles aufgenommen, Elias. Jos, was sagst du? Ja, Wahrheit. Alter, krass. Gekam, Bruder? Ich vertraue Elias und sage auch Wahrheit. Bruder, das hat nichts vertan. Die ist einfach dumm, Alter, die ist dumm. Okay, Mariam, du? Ja, ich sag auch wegen Elias Wahrheit. Ja, ich kann nur eine Sache sagen. Ich sag auch auf jeden Fall Wahrheit, wenn ihr mich fragt, warum. Also, habe ich ja eben schon gesagt. Die ist dumm, die hat sogar diesen Brief in die Gruppe geschickt. Warum? Emine, ist Wahrheit oder gelogen? Ja. Wahrheit. Du bist so dumm, warum erzählst du das? Du hast aber einen Punkt. Auf jeden Fall. Leute, ich sag so, also Punkt ist auf jeden Fall, ich habe 6 Punkte und Mo Icy hat 6 Punkte. Ne? Also habe ich und Mo Icy gewonnen, ne? Wenn man so sagt. Mo Icy und ich haben gewonnen. Und zweiter Platz auf jeden Fall Gökhan mit 5 Punkten. Bruder, du hast 5 Punkte. Okay. Und dritter Platz ist Elias und Joss mit 3 Punkten. Boah, auch stark. Yeah, yeah. Yeah, gang, gang. Und letzter Platz ist Emine mit 1 Punkt. auf jeden Fall, Freunde. Und Ilgina hat 4 Punkte. Ilgina hat 2 Punkte. Also, nee, sorry, Ilgina ist vorletzter. Und ich? Sehr stark. Mariam hat 4 Punkte. Oh! Warum wusste ich, dass Ilgina und Emine verlieren werden? Warum wusste ich das? Ich habe eine Frage. Hat Gökhan nicht eigentlich 2 Punkte? Weil alle meinten auch, das ist falsch. Ja, das war nein, richtig. Deswegen hat er ja richtig. Deswegen hat er viele Punkte. Das weil er Spiel nicht gecheckt hat, weißt du? Ja, ist ja die Wahrheit. Ihr habt doch falsch gelegen, deswegen. Moment, er hat nicht genau, er hat uns ja ausgezählt. Ja. Er hat gewonnen. Achtet nicht auf diese Kommentare. Irgendwer hat die Backen. Boah, als Neumo. Echo. Ja? Hat voll gebockt, lass nochmal. Ja, klar, auf jeden Fall, Freunde. Ey, warte, Emine, warte.
Du hast Seko gefragt, sag eins oder zwei. Der hat zwei gesagt. Also Lügengeschichte. Hätte der eins gesagt, hättest du eine echte Geschichte. War eine wahre Geschichte. Erste Geschichte wäre das dann. Warte, Bruder. Warte. Das lassen wir in der zweiten Runde. Warte, dann holen wir Preso und Big Mauer noch rein. Und zwar, Freunde, wenn es euch knallt, lasst einen Daumen nach oben. Wenn ihr noch weitere Videos sehen wollt, lasst auch einen Daumen nach oben. Checkt die Leute auf jeden Fall. Ich sag unten in der Videobeschreibung, ich mache das eh nicht, weil ich bin zu faul dafür, Freunde. Und zwar bis zum nächsten Mal. Ciao.